Moinsen. Ich bin Lukas, ihr kennt mich vielleicht von Bachelorette. Look at me. You know what to see. Und bin jetzt hier bei Prominent getrennt gelandet mit Chiara, mit der ich mich vor 2,5 Monaten getrennt habe. Mein Name ist Chiara. Lukas und ich waren 11 Monate lang in einer Beziehung. 8 davon sehr glücklich. Und dann bin ich an einem Montag von der Arbeit nach Hause gekommen und sperre die Tür auf und die halbe Wohnung ist leer. Der Schlüssel lag auf dem Tisch und er hat gesagt, ich verlasse dich. Und am nächsten Tag stand er wieder vor meiner Tür und hat gesagt, ich liebe dich. Weinend, es tut mir so leid, das war der größte Fehler, du bist die Liebe meines Lebens, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Und ich war, als er da vor meiner Tür stand, einfach so erleichtert, ihn wiederzusehen, weil ich wollte diese Trennung ja nicht. Warum ich Schluss gemacht habe, ist, weil ich einfach in der Beziehung tatsächlich nicht glücklich war und ich über die Monate gemerkt habe, dass ich, glaube ich, mit einem Menschen zusammen bin, mit dem ich nicht mein ganzes Leben verbringen möchte. Ich glaube, Chiara erwartet so ein bisschen von mir eine Erklärung für all das und ich glaube, dass da noch sehr viel Verletzung und Enttäuschung wahrscheinlich sitzt. Die Ruhe vor dem Sturm. Sitzt da jemand? Das wäre ein Albtraum. Nee. Das ist halt Chiara, oder? Ich kann mir vorstellen, dass er denkt, ach, die arme kleine Chiara. Und unterschätzt vielleicht, was für eine Welle da jetzt auf ihn zukommt. Okay. Hi. Hello. Soll ich dir helfen? Das geht schon. Dankeschön, hi. Das letzte Mal, als ich Lukas gesehen habe, ist er einfach vor seinem Problem weggerannt, hat seine Koffer gepackt und war weg. Und das kann ich hier nicht machen. Er wird gezwungen sein, die Konfrontation von mir in Kauf zu nehmen und mir, er schuldet mir Antworten. Wonderful. Na, wie geht's dir? Ja. Yeah. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Good company, huh? Good company with you. Du siehst aber gut aus, schönes Kleid. Dankeschön. Gerne. Wir wollen weiterfahren mit dir. Ist jetzt nicht die normalste Situation, aus einer Ex-Freundin zu treffen. Dennoch haben wir uns drauf eingelassen und ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich freue mich, in South Africa zu sein. Es ist alles gut. Es ist wirklich nur dieser eine Aspekt, dass du da bist. Ansonsten ist alles echt toll. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit keinen Bock auf diese Begegnung mit dir gehabt. Immerhin ist das Problem schon mal gone. Aber andere Probleme werden kommen. Meinst du? Ich hab so ein Gefühl. Wenn man sie sucht, dann kommen sie auf jeden Fall. Lukas weiß ja auch noch nichts von seinem Glück, dass ich weiß, dass er mich betrogen hat. Er weiß nichts davon. Und das wird ihn hier einholen. Hey Leute, wir kriegen Besuch. Das Beste kommt zum Schluss, deswegen steigst du auch als erstes aus und ich folge. Wie geil das wäre, die kommen beim Direktstreit. Darfst du? Ja. Na, immerhin für eine Sache zu gebrauchen. Hallo! Hallo! Get up! Kennen wir Virginia? Emanuel ist da. Nein. Der Konflikt zwischen Emanuel und mir kommt aus der Bachelorette-Staffel mit Sharon, wo wir aneinander geraten sind. Halt dich an mich, bevor du Freundschaften schließt. Guten Tag! Das Gute ist, dass Emanuel und ich inzwischen mittlerweile so ein bisschen aufgeräumt haben. Das heißt, da ist jetzt kein böses Blut oder so. Aber ich weiß, dass da eine Person ist, mit der es vielleicht unangenehm werden kann. Hey, was?
Also Lukas, der ist ein Hottie einfach. Ich finde das auch süß, der lispelt so ein bisschen. Dann denke ich mir so richtig süß. Ja, Lukas, komm mal ran jetzt. Heißer Stuhl, komm. Ja, was ist hier los? Was soll denn los sein? Ja, wie hier, Trennung und so. Ich habe am Ende des Tages, um es kurz zu fassen, mit der Beziehung nicht wirklich glücklich war.